Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch mein 8. selbstgebautes Reborn Baby zeigen und ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich schon mal an. Und zwar ist das einmal der Bausatz Reborn Ruby Awake und so sieht er einmal aus. Und ich würde sagen, wir gehen als erstes in die Details. Beginnen wir mit immer mit den Füßen und ich bin übrigens wieder auf die Handykamera, da ist leider nicht fokussiert mit der anderen, also mit meiner richtigen Kamera. Da brauche ich wahrscheinlich ein anderes Objektiv. Hier haben wir einmal ihre Füße. Perfekt, das Handy fokussiert auch nicht richtig. So, ihre Füße. Ja, das war's dann auch wieder. So, hier haben wir einmal ihre Füße. Bei den Fußnägeln habe ich das auch wieder drauf gemalt. Zumindest versucht. Es sieht jetzt nicht so gut aus. Ja, da habe ich irgendwie das Problem, wenn ich die Farbe ganz dünn anmische, dass es irgendwie nicht so richtig hält. Und ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen zu viel. Sieht man auch. Ja, so sehen ihre Füße aus. Von unten so. Sie ist leider auch wieder etwas röter geworden, wie man vielleicht erkennen kann. Ja, es gab einen kleinen Farbunfall. Und hier haben wir einmal ihre Beine. So, und von innen hier habe ich auch wieder die Falten nachgezeichnet. Und auf der anderen Seite auch. So. Dann haben wir hier einmal das, sage ich mal, normale Bein von außen und hier haben wir das Bein mit einem der Farbunfälle. Ich weiß gar nicht, ob man das genau sieht. Ja, in der Kamera sieht man das vielleicht schlecht. Hier ist so eine richtig blaue Fläche. Ja, dazu mache ich nochmal ein extra Video, da mir relativ viele Fails passiert sind beim Reborn, wie man unschwer erkennen kann. An meinen Reborn Babys. Es ist nicht so einfach, wie man denkt. Obwohl einige kriegen das richtig gut hin. Ja, hier haben wir einmal ihren Stoffkörper. Ist wieder Scheibengelenkkörper. Also man kann die hier halt noch bewegen. Dann kommen wir zu den Händen. Die sehen einmal so aus. Hier habe ich es auch wieder mit den Nägeln versucht. Und hier habe ich auch die Falten nachgemalt. Dadurch sind die Hände leider auch ziemlich rot geworden. Ja, da muss ich auch nochmal irgendwie was anderes ausdenken, wie ich das machen kann. Leider wird es im Tutorial nicht so wirklich erklärt. Deswegen muss man sich das irgendwie selbst zusammenreimen. Ist sehr schwer. Ja, das hier sind einmal ihre Arme. So sehen die aus. Und hier kann man es sehen. Hier ist es relativ so ein Übergang. Ja, ich habe es versucht noch auszublenden, aber naja. Das hier ist ihr Arm. Und ich habe angefangen mit den Beinen oder mit dem Kopf, mit den Adern, ich weiß gar nicht mehr. Und die Arme haben jetzt keine abbekommen, weil da hatte ich schon dieses Malheur aus dem Ofen geholt. Das hat man leider auch vorher nicht so wirklich gesehen, erst als es aus dem Ofen kam. Dann haben wir hier ihre andere Hand. So sieht die einmal aus. Und ihren anderen Arm. So. Wie gesagt, die Färbung kommt übrigens auch in der Kamera anders rüber als in echt. Also wenn ich nämlich den Fokus verändere, dann sieht man so einen Unterschied. Bei meinem allerersten Reborn Baby, oder ich weiß gar nicht, wann ich euch das gezeigt habe, da hat man es extrem gesehen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Man kann es schon gut sehen. Und dann kommen wir zu ihrem Kopf. Hier sind übrigens auch Scheibengelenke dran.
Und das hier ist ihr richtig süßer Kopf. Ich finde den Bowser zu süß. Allerdings ist er auch ein bisschen teurer als die anderen, die ich jetzt hatte. Und sie hat hier einmal solche Glasaugen. Die finde ich auch richtig schön. Leider hatte ich das Problem hier. Ich konnte die Augen nicht so gut einsetzen, weil der Kopf so klein ist und meine Finger sind ziemlich groß. Ja, da hatte ich meine Probleme. Und dann beim Kleben ist das rechte Auge leider sehr nach innen gerutscht. Ja, jetzt schielt sie ein bisschen. Aber man konnte jetzt auch nichts ändern, weil der Kleber war schon fest. Falls ihr auch Reborn, könnt ihr mal schreiben, wie ihr eure Augen befestigt. Ich habe die jetzt an dieses, was man da aufschneidet, diese Höhle da, die da halt ist, habe ich es rangeklebt, damit die Augen nicht rausfallen oder so extrem verrutschen. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, weil das kam gar nicht halt in dem Tutorial vor, weil sie hatte eins mit geschlossenen Augen. Und das hier ist einmal ihr Kopf. Hier habe ich versucht, so ein bisschen dunkler zu machen. In der Kamera sieht man es vielleicht etwas, aber es kommt nicht so gut rüber. Hier kann ich es euch vielleicht besser zeigen. So, hier haben wir nämlich auch diese Adern und da haben wir das gleiche Problem, allerdings nicht so extrem. Irgendwas muss ich da noch falsch gemacht haben. Ich weiß leider nicht was, vielleicht die Farbmischung oder so. Dann haben wir hier einmal die Ohren. Die habe ich auch mit so ein bisschen Glanz wieder gemacht. Die Lippen, da habe ich ja auch meine Probleme mit. Irgendwie hält die Farbe da nie. Ich weiß nicht, warum. Genauso wie mit dem Stiften für Augenbrauen oder so, womit man Haare malen kann. Da habe ich es jetzt auch schon aufgegeben. Da hält überhaupt nichts mit. Aber so schlecht finde ich diese Lippen gar nicht mal, obwohl sie relativ rot sind. Dann haben wir hier die Nase, die habe ich auch wieder von innen dunkler gemacht. Und so sieht das aus. Hier kann man am Kopf vielleicht auch noch so ein paar Adern erkennen, die nicht so gut geworden sind. Beziehungsweise hier halt so einen blauen Fleck, der so geht. Na? Okay, irgendwie kann man es in der Kamera überhaupt nicht erkennen. Auf jeden Fall. Von der Seite sieht sie so aus. Von oben habe ich sie ein bisschen rötlicher gemacht, diese Einkerbung. Und dann zeige ich euch nochmal den Kopf von hinten. Der sieht einmal so aus. Hier haben wir auch diese Adern und einen blauen Fleck halt davon. Ja. Und übrigens habe ich hier auch an den Augen auch noch ein ganz bisschen von dem Glanzgel gemacht. Ich dachte, das sieht vielleicht realistischer aus. Bei offenen Augen. Und so sieht die kleine Maus aus. Ich weiß, überhaupt nicht perfekt. Ich wollte eigentlich auch das Video erst gar nicht drehen, aber dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt aufhöre, das zu machen, wie soll ich denn sehen, wie ich mich verbessere? Obwohl, ich habe mich allerdings irgendwie verschlechtert, habe ich das Gefühl, seit den Emmy Twins, also Reborn Emmy. Ja, da habe ich ja gedacht, jetzt habe ich es endlich ein bisschen kapiert. Jetzt kriege ich es hin. Und sowas darf man nicht sagen. Dann wird es nämlich schlimmer. Ihr habt es ja gesehen. Und ich würde sagen, wir ziehen der kleinen Maus nochmal ihr Outfit an. Und das hier ist ihr süßes Outfit. Wir haben hier einmal so eine süße Mütze. Eine selbstgemachte Schnullerkette. Ein Body. Und diese richtig süße Hose hier. Mit ein paar Socken. Alles hier ein bisschen groß irgendwie. Ja. Und in der Kamera kommt es nicht so gut rüber, aber es ist eher so ein Rotton wie jetzt, wie ihr den sehen könnt. Ich glaube, das kommt schon am besten hin. Und dann habe ich hier auch noch einmal ihre Geburtsurkunde. Das hier ist ja die, mit der ihr mal kommt und man so weiß, dass es ein echtes Kit ist. Obwohl, heutzutage gibt es auch, glaube ich, schon Fälschungen von solchen Urkunden. Da muss man aufpassen und sie ist am 20.12. geboren, so ungefähr um 18.37 Uhr. Ja, da bin ich immer nicht so ganz genau am Aufschreiben, wenn sie fertig ist, weil
dann wird sie erstmal angezogen und ja, erstmal beguckt und ja, deswegen ist es so ungefähr. Dann einmal ihr Gewicht, sie ist 1447 Gramm und circa 49 Zentimeter groß. Und ja, ich hoffe, dass ich auch euch etwas motivieren kann durch die Videos. Ja, wie gesagt, meine Reborns sehen ja, wie gesagt, noch nicht so gut aus. Und ich hatte auch schon des Öfteren gedacht, ob ich jetzt aufhören soll und aufgeben soll. Aber das kann ich ja jetzt noch nicht machen, wo ich noch nicht mal eine richtig gute habe. Und außerdem ist das Hobby relativ, naja, sehr teuer, würde ich mal behaupten. Ne, überhaupt nicht. Es ist teuer. Also die ganzen Farben und so. Und ja, ich hoffe, ich motiviere euch dazu auch nicht aufzugeben. Ja, ich habe auch sehr hässliche erste Reborns, beziehungsweise das ist ja nicht mehr mein allererstes und es sieht trotzdem nicht gut aus. Das ist, glaube ich, mein achtes Reborn. Und zwischendurch hatte ich mal zwei, die waren okay, aber um Weiten nicht so gut wie die man halt kennt. Und ja, ich habe auch schon sehr oft gesehen, Leute, bei denen ihr erstes Reborn richtig gut aussah. Und da bin ich dann auch immer, naja, hoffentlich wird das nochmal was. Und das hier ist die süße Maus. Die selbstgemachte Urkunde werde ich hier euch noch gleich einblenden. Die ist noch nicht fertig. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, das war's mit diesem Video und bis zum nächsten Mal. Your journey is ending, they tell me you'll never